Mädchendosen hält ewig. Okay. Ah, nur noch 42, ne? Essen. Nee, komm. Wir trinken jetzt erstmal schön. Dann sind wir auch wieder ein Kilo und... Ne, nicht ganz. 41 Kilo immer noch. Aber hey, immerhin ein bisschen leichter geworden. Ist ja schon mal etwas. Wir sind schon wieder ein bisschen flotter unterwegs. Mhm, sehr gut. Ich gehe jetzt wirklich nur noch ins Auto rein, wenn... Lederschuhe, das gibt wieder Leder. Wenn hier irgendwie was liegt, wenn ich da auf jeden Fall was sehe, so wie hier. Da liegen Handschuhe. Gibt auch wieder Leder. So. Ich hoffe, hier ist gleich irgendwie ein Häuschen oder so. Da liegt was. Yay! Müsli Real. Gucke ich hier auch nochmal rein, wo wir gerade hier sind. Ist natürlich leer, wie immer. Nein! Zum ersten Mal ist da was drin. Oh mein Gott. Muss ich doch nochmal alle durchgehen? Nein. Mach ich trotzdem nicht. So, welche Ortschaft ist denn das hier? Achso, nee, geht nur nach Milton. Okay. Ja, ne, es wird so langsam wieder Abend. Langsam aber sicher. Was haben wir hier alles? Wo geht's hier überall lang? Oh, Trail. Oh. Das klingt in der Tat ganz interessant. Da ist ein Baustellenschild, okay. So, Kofferraum durchsuchen ist natürlich leer. Ach, der Himmel wird wieder schön. Wir haben echt keine Zeit mehr. Wenn die Sonne untergeht, ist echt schwierig, auch so Viecherchen und so zu erkennen, rechtzeitig. Okay, ich glaube, da hinten ist sowieso vorbei, dann gehen wir jetzt hier lang. So, jetzt geht erstmal, habe ich so das Gefühl, der richtige Survival-Spaß los. Wenn man Spaß nennen kann. So, ich hoffe, wir müssen hier nicht allzu ewig laufen. Hier sollten wir auch ein bisschen vorsichtig sein, nicht dass wir uns gleich ein Beinchen brechen. Wir haben uns doch irgendwie gerade wehgetan, ne? War da an der Seite irgendwie was Blutiges zu sehen? Wahrscheinlich Knöchel schon umgeknickt. Weil wir sowieso überladen sind. Hagebutten hängen hier. Das ist sehr schön. Brauchen wir aber nicht. Boah, es wird laut. Das wird laut mit dem Wasser. Jetzt müssen wir mal schauen. Geht's da? Hier über den Baumstumpf wahrscheinlich rüber, ne? Hier und, nein, au, oh, da unten ist noch ein Auto. Komm, ist eigentlich spät. Aber wir machen es trotzdem, oder? Hier, glaube ich, können wir runter. Hoffe ich. Da siehst du, da ist wieder so blutig an der Seite. Oder ist einfach nur das Risiko, dass ich mir fast den Knöchel umknicke oder wie auch immer. Hallo, Chasi. Ich brauche dich jetzt nicht jagen. Ich habe eigentlich ganz gut zu essen gerade gefunden. Muss ich wieder zurückgehen und da hoch. Hätte ich das Auto vielleicht doch mal einen anderen Tag nachgucken sollen, ne? Und wenn hier jetzt nichts Interessantes drin ist, ne? So, brechen wir erstmal den Kofferraum auf. Echt jetzt? Komm. Nein, komm, lass ich auch zurück.
da ist ein Rucksack drin, ne? Nein, Wollschal. Obwohl, nee, doch, den Wollschal können wir jetzt diesmal nehmen. Gut, okay, komm, nehmen wir das, was hier hinten ist, auch doch noch mit. Damit sich's wenigstens ein bisschen lohnt. Nehme ich nur die Handschuhe mit. So. Obwohl, nee, da können wir auch wieder Stoff draus machen aus der Mütze. So. Wir müssen jetzt aber wirklich so langsam, weil es wird echt dunkel. Ich hoffe, es ist hier richtig, dass wir da oben über diesen Baumstumpf gleich gehen. Hallo, Hasü. Oin, oin, doin, doin. Oh, es verführt gerade so, ne? Weil der nicht so von der Stelle gekommen ist. Ich hätte den locker gekriegt. Ah nein, machen wir nicht, weil wir brauchen jetzt noch nicht. Ne? Noch darfst du leben. Noch. Okay, uns wird's auch so langsam kalt. Obwohl die Wärme geht auch gerade wieder hoch, sehe ich. Jetzt geht's wieder runter, alles klar. Ah ja, hier der Wind. Deswegen geht's so runter. Boah, noch vor ein paar Folgen, da wäre uns jetzt schon wieder arschkalt gewesen. Wir haben schon ganz gute Klamotten gefunden, glaube ich. So. Schleichen wir mal hier irgendwie rüber. Wenn es geht. Ohne Knochenbrüche und so, das wäre schön. Sieht cool aus. So, okay, super. Oh, wird kalt. Oh, wie schnell der Himmel vorbeizieht, ne? Also hier, also nicht der Himmel, sondern die Wolken und so. Sieht schon echt cool aus. Ich hoffe, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Sieht jetzt gerade nicht mehr so aus. Nee. Toll. Hätten wir vielleicht doch unten bleiben sollen, wa? Okay, weißt du was? Dann gucken wir mal, dass wir zurück zur Kirche kommen. Und bunkern uns da die Nacht ein. Dann kann ich auch ein schönes Feuerchen machen. Ja. Und dann ruhen wir uns da schön aus. Dann sind wir zwar nicht allzu weit gekommen, aber wir haben ein bisschen was aufgedeckt. Wir haben ein bisschen Nahrung, ein bisschen Kleidung wieder gekriegt, die wir auch gleich verarbeiten können. Ist dann schon alles in Ordnung. So. Okay, wenn so der Sturm kommt und alles und der Atem, wenn es jetzt noch richtig dunkel wird, ich glaube, dann haben wir echt Schwierigkeiten, abends überhaupt was richtig zu erkennen. Beziehungsweise rechtzeitig, um was zu erkennen. Stimmt, hier war das doch mit der Höhle, ne? In Anführungszeichen. Wollen wir mal gucken? Wahrscheinlich ist es eine Bärenhöhle und wir werden gleich totgeschlagen. Falls dem so sei. Bankschließfach. Nee, das haben wir jetzt. Speichere ich wieder auf YouTube 1. So. Ja. Mir fällt jetzt gerade ein Stein. Ich hätte es on the way nennen können. Nehmen, ja. Nennen können, aber nee. Wir können es auch hier niederlassen. Guck mal. Hier ist, glaube ich, windgeschützt, ja. Wir haben ja auch Holz. Guck mal. Wir könnten uns natürlich hier niederlassen. In der kleinen Höhle. Ich glaube, wir gucken doch, dass wir zur Kirche wiederkommen. Wahrscheinlich werde ich diese... Nee, komm, lass es. Ich weiß, ich würde es bereuen, garantiert. Haben wir hier noch irgendwie was? Nee, ne? Nö. Okay. Könnten wir hier in der Ecke irgendwie schönes Feuerchen machen?
So, machen wir mal schön das Feuerchen. Oh, ich muss mich mal anders hinsetzen. Oh. So, gut. So, wir sind ja hier gut windgeschützt, das müsste eigentlich klappen. Ist das dein Ernst? Mach jetzt Feuer, verdammt. Stimmt, ich hätte doch einen Brandbeschleuniger nutzen können, ne? Ich glaube, dann ist die Chance höher, dass es klappt. Komm. Gibt's auch nicht. Hier, komm, Brandbeschleuniger. Oh, das geht sogar schneller. Jawohl. Geht doch. Oh, so, schön warm. Wir machen hier natürlich Brennstoff hinzufügen. Ja. Fügen wir alles hinzu. Ja, Buch hier kommen kann alle drin. Zedernholz kann zweimal rennen. Guck mal, jetzt haben wir 4 Stunden. Dann sammle ich das hier bisschen, was ich gerade verbraten habe, wieder ein. Da lädt es gut. Okay, Tannenholz. Kein Zedernholz, aber ist egal. So. Dann kann ich hier nämlich jetzt ganz in Ruhe mich aufwärmen und kann hier so ein paar Klamotten auseinandernehmen, die wir gefunden haben. Oder hier den Schal reparieren. 0,3. Auch 0,3. 51%, 5% Feuchtigkeit. Nee, nehmen wir auseinander, das Ding. Das nehmen wir auseinander. Gut. Hier die olle Mütze. Die nehmen wir auch gleich auseinander. Zack. Brauchen wir alles nicht. So. Die Mütze habe ich noch, siehst du? Hier haben wir 0,20. Achso, die sind gefroren sogar. 0,5, alles klar. Nehmen wir aber alles auseinander. Haben wir hier wieder Leder, ja, genau. Leder. So, die nehmen wir hier auch auseinander. Zack. Hatten wir nicht noch Laufschuhe? Ich glaube, die haben wir schon auseinandergenommen. Okay. Die haben wir wohl schon zerpflückt. Gut. Hunger haben wir eigentlich noch ganz gut, glaube ich. Komisch, dass man die Magnesiumfackeln hier nicht... dass man die nicht stacken kann. Eigenartig. Das könnten wir eigentlich verwenden. Genau. Komm mal her, das können wir hier draußen irgendwo bestimmt hinstellen, ne? Dann mal gucken, ob uns da was in die Falle geht bis zum nächsten Morgen. Gucken wir mal, ob wir da bis zum nächsten Morgen was fangen. Ich gehe wieder schön rein. So, guck mal, hier ist auch schön warm wieder. Dann Essen, Trinken brauche ich eigentlich nicht. Was sagt die Uhrzeit? Ist mitten in der Nacht, alles klar, komm her. Dann schnappe ich mir mal den Schlafsack. Wenn ich den hier irgendwo finde. Hier wahrscheinlich, da. Verwenden. Zack. Und dann schlafen wir mal ein bisschen. 7 Stunden. Oh, nein, nicht aufheben. Verdammt. Das wollte ich nicht. So. Platzieren. Schlafsack. 7 Stunden. Ja, schlafen. So. Feuer ist natürlich bis dahin wieder aus. Ist klar. Hätte gar nicht alle drei kloppen brauchen. Aufheben. Was sagt
Okay. Der Morgen beginnt fast bald gleich wieder. Durst kriegen wir. Mal schauen, ob wir was gefangen haben. Uns ist arschkalt. Wir haben natürlich nichts gefangen. Schlinge. Okay, gehen wir hier nochmal hin, wo es ein bisschen windgeschützt ist. Ja gut, hätte ich auch alles ein bisschen anders machen können. Jetzt erstmal... Achso, ja, essen. Lass mal gucken, haben wir hier... Komm, die trinken wir. Wollen wir nochmal schauen, ob wir ein paar Stündchen noch schlafen können? Ich weiß es nicht. Ja, komm. Wir versuchen wegzukommen hier. Ich meine, die Sonne sollte jetzt gleich wieder aufgehen. Sollte heller werden. Na, ich weiß, es ist kalt. Was für ein Fußmarsch, Alter. Wir haben ganz schön Fußmarsch vor uns. Verdammt. Dachte, da pfeift gerade irgendjemand hinter uns. Oh Mann, das kann was werden. Vielleicht hätten wir doch weiter schlafen sollen, Manu. Oh Gott. Nee, okay, komm, schaffen wir. Das schaffen wir alles. Alles kein Problem, hey. Nein, ich werde nicht nervös. Nein, nein. Alles gut. Was ist denn da hinten? Ach. Halt doch die Klappe, Mann! Ich bin da sowieso schon so konzentriert. Hier ist auch kein Häuschen nur so, ne? So in der Ferne. Na gut, sieht man jetzt sowieso kaum. Oder würde man wahrscheinlich gar nicht sehen, auch wenn hier eins ist, da ist ein Hirsch. Ich hoffe, der greift uns nicht einfach an. Nein, so ist gut. Nein, keine Angst, ich tue dir nicht. Okay. Ah, hier hinten könnte es auch interessant sein. Alter, uns ist arschkalt. Das war echt keine gute Idee. Dass wir einfach losgezogen sind, das war absolut keine gute Idee. Ich kann nur hoffen, dass hier irgendwie um die Ecke ein Häuschen ist. Nützt es was, wenn wir ein bisschen rennen? Nein, dadurch wird uns nicht wärmer. Komm bitte. Alles klar, da ist kein Haus. Ich weiß. Wir müssen hier echt verdammt schnell raus aus der Kälte. Muss man schauen, vielleicht ist hier irgendwo unterwegs ein Auto. Zeit muss da heller werden. Verdammt. Renne ich denn immer noch? Was ist denn hier los? So, schleichen wir uns mal hier wieder durch diese eckigen Bäume. Also.
Okay, irgendwie müssen wir ja... Wir müssen das schaffen. Und das schaffen wir auch. Alles kein Problem. Hier ist nicht zufällig was, oder? Ein Häuschen so in der Ferne? Also nicht in der Ferne, sondern hier am besten um die Ecke direkt. Wir können ja allgemein so die Richtung halten. Aber hier ist kein Haus, nee. Oh, Baumstumpf ist das. Ich dachte, da rennt uns gleich wieder ein Wolf hinterher. Toll, und ich dachte, wir sind jetzt so gut angezogen, dass uns die Kälte gar nicht mehr wieder ab kann. Ah gut, wir haben auch draußen geschlafen und alles war da, es wird nochmal was anderes. Als wenn wir irgendwo drin geschlafen hätten. Fall bitte nicht hin. Bräuchte jetzt kein C. Wie weit müssen wir noch? Wir sind gleich da. Okay. Wir sind gleich da. Ich höre immer irgendwas. Manu, lass mich doch in Ruhe. Das denken... Aua. Das denken die sich wahrscheinlich auch. Da. Oh Gott, wir haben es geschafft. Gut, in der Kirche wärmen wir uns erstmal auf. Könnten wir ja fast nochmal zu Omi. Ich meine, da kommen wir jetzt sowieso wieder vorbei. Oh. Ui, erstmal ein bisschen aufwärmen. Ich glaube, ich mache hier trotzdem gleich nochmal Feuerchen an. Ist ja, hier ist das Bett. Und da war es doch gerade. Lass mal gucken. Hier. Er müsste hier sein. Ja, da. Feuer machen. Komm, nehmen wir nochmal Brandbeschleuniger, dann ist das Risiko gut, dass es. Risiko sag ich schon, die Chance gut, dass es funktioniert. So, siehst du? So. Schmeißen wir hier unten noch was rein kurz. Ein Stöckchen haben wir noch. Yay, toll. 14 Minuten. Ah, hier liegen noch. Bücher und so. Streichhölzer kann man mitnehmen. Bücher. Hallo? Huch. Huch, Huch. Huch. Gesangsbuch. Ja, Latein. Hm? Wer kann, der kann auf Pause machen und lesen. So. Schmeißen wir da drin, hier kommen. Das Tannenholz behalte ich. Wie lange brennt das? Eine Stunde. Komm. Hauen wir uns auch nochmal eine Stunde aufs Ohr. Und schon sind wir vom Unterkühlungsrisiko geheilt. Sehr gut. Oh, uns ist wieder schön mollig warm. Besser. Gut, alles klärchen. Dann bedanke ich mich hier erstmal fürs Zuschauen. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich ja gleich die Folgen schneide, weil die müssen ja eigentlich instant hochgeladen werden. Ich habe hier so wenig Zeit, es tut mir leid. Ja, und dann gucke ich in der nächsten Folge nochmal weiter, nachdem ich hier diesen Müsli-Riegel mir geschnappt habe. Ja, dann schauen wir im nächsten Teil weiter, wie wir weitermachen. Also wahrscheinlich da gehen wir dann in die Berge, würde ich sagen. Und ich bin gespannt, was uns noch so alles erwartet. Also bis dann, macht's gut und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.